Willkommen zurück zu Let's Play Spellforce The Order of Dawn. Yay, schaut es euch an. Wir müssen es jetzt schaffen mit dieser neuen Hose, die uns 10% schneller laufen lässt. Ja, ja. Wir sind jetzt Waldes ohne Hemd. Schaut es euch an. Waldes ohne Hemd. Der Assistent von Kord ohne Hose. Ich hoffe mal, dass es jetzt ausreicht, um durch diese schwarzen Türme durchzukommen. Damit wir zum atmenden Wald können, auch wenn ich die Karte absolut scheiße finde. Ja, ich glaube, diesmal klappt es. Ha! Resistent! Didedim. Wir haben es geschafft. Und hiermit wäre noch ein Klingenverteidiger dort. Nein, das wollte ich nicht sagen. Hiermit wäre das Nachtflüstertal abgeschlossen und wir begeben uns zur vorletzten Karte von Spellforce. Was sind das eigentlich für Kugeln da? Die Kugel der geschmolzenen Scheiße. Mit verwaschenen Texturen. Nein, egal. Zum atmenden Wald. Was kann ich zum atmenden Wald sagen? Der atmende Wald ist eine doofe Karte. Weil unser Questbuch wurde aktualisiert. Der atmende Wald findet einen Weg, das Portal zu erreichen. Wie denn, wenn ich es nicht mal sehe? Okay, gehen wir erstmal diesen Weg lang und gucken, was uns hier erwartet. Es ist nicht allzu viel, das kann ich schon mal sagen. Aber auch diese Karte muss erledigt werden. Gleich mal den Seelenfels aktivieren. Da haben wir schon das Lager der Kitar, die uns auch hier etwas belästigen. Der Größe nach. 17, 18, 19! Und wir haben hier eine Truhe, die garantiert etwas Wichtiges beinhaltet. Und hier haben wir die Eisernen. Und einen schwarzen Turm. Was passiert da? Da ist sie! Schaut mal an, was dieser Baum macht. Er schlägt Wurzeln. Er läuft. Er scheint immun gegen die Angriffe der Eisernen zu sein. Und sogar der schwarze Turm kann ihn nichts ausmachen. Wow. Dieser Baum ist gewaltig. Kreaturen aus Stahl bauen schreckliche Türme in meinen Wald. Ich verstehe. Ich würde sie alle zerschmettern. Doch ich muss es bewachen. Worüber wacht ihr, Herr des Waldes? Mein Kleinod. Das Herz des Waldes. Mein Besitz. Mein eigen. Es gehört mir. Alles klar. Ich muss es behüten. Ist klar. Beschützen. Ich hab's verstanden. Gut. Mehr müssen wir eigentlich nicht wissen. Wo ist das Herz des Waldes? Da. Ja, wie gesagt, das ist eigentlich die Thematik, worum es in dieser Karte geht. Die Eisernen haben hier überall schwarze Türme errichtet. Da kommen wir leider nicht durch. Die einzige Möglichkeit, da durchzukommen, ist, die Blutesche, so heißt dieser Baum, als Waffe quasi zu benutzen. Aber, ich muss euch gleich dazu sagen, dass dieser Baum, also die Blutesche, das ist ein, ja, man kann es leider nicht anders sagen, es ist ein Bastard. Es ist ein verfluchtes Stück Scheißholz. Wenn ich könnte, würde ich meine Axt in seinen Arsch treiben und ihn anfackeln. Aber, nun ja, es geht nicht anders. Ich finde die Blutesche einfach nur scheiße. Aber,
Ich sollte ihn nicht so verbal dissen, das ist nicht in Ordnung, sonst hilft er mir nachher wirklich nicht mehr. Obwohl er mir ja nicht freiwillig hilft. Ich werde jetzt erstmal dieses Kitar-Lager ein bisschen ausdünnen. Solange ich in der Lage dazu bin. Das ist ein Hinterhalt! Bin mir langsam nicht mehr sicher. Ja, obwohl, es macht sich... Meine Angriffe wir machen sich schon bemerkbar. Die erste ist tot. Los! Das ist ein Hinterhalt! Sterben, ihr Penner! Tot. Wow. Viel Schaden eigentlich. Vorsicht, Gegner! Das tut weh. Das ist ein Hinterhalt! Der ist auch tot. Jetzt noch den hier. Okay, das war einfacher als gedacht. Tot. Jetzt können wir diese Basis eben zerstören und gucken, was da ist. Ja, hier haben wir nochmal Kitar. Und einen speziellen Kitar, Retznor. Stufe 24. Von den Viechern gibt es echt viele. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel auf der Karte. Rune für Menschenarbeit ist Stufe 15. Ihr könnt euch denken, was das bedeutet, oder? Ja, genau das bedeutet es. Wir werden bald wieder mit den Menschen spielen. Jetzt fragt ihr euch zu Recht, warum? Nun, das werdet ihr dann auf der letzten Karte. Auf der letzten Karte sehen. Nämlich, wie heißt sie noch? Sharrow, glaube ich. Ja. Sharrow ist die letzte Karte. Das wird eine epische Schlacht. Gegen die letzten Eisernen und den Punkt, Punkt, Punkt. Wisst ihr überhaupt noch, wer unser Feind ist? Jetzt mal abgesehen von den Dunklen. Das Dingsbums hier gesagt. Hokan, genau, der Geist von Hokan in Whisper hat das gesagt. Wen wir vernichten müssen. Ah, was ist das? Müssen wir vernichten, damit die Eisernen vernichtet werden. Und zwar alle. Wisst ihr noch, wer dieser Feind ist? Ich sag's euch, es ist der sogenannte Seelenschmied. Wir standen ihm persönlich noch nicht gegenüber, aber vielleicht. Es ist ja bald soweit. So, kaputt. Ich hau dich kaputt. Gut. Eigentlich wollte ich nur dieses Lager vernichten. Also jetzt, meine ich. Und danach werde ich euch demonstrieren, was dieser Bastard so alles machen kann. Und wie wütend der Bastard werden kann. Mach hinne. Übrigens. In Shadow of the Phoenix, also das ist die zweite Erweiterung zu Spellforce 1, wird es so sein, dass wir entweder den Charakter aus Spellforce The Order of Dawn weiterspielen oder den aus Wrath of Winter. Einen von beiden werden wir weiterspielen. Und je nachdem, wen wir weiterspielen, ist dann die Geschichte von Shadow of the Phoenix auch anders und unterschiedlich. Ja, wir spielen dann quasi den Charakter weiter. Wir importieren den dann in Shadow of the Phoenix und haben so die Möglichkeit, bis Level 50 weiterzuspielen. Ich werde das dann so machen, dass ich euch entscheiden lasse, ob ihr lieber den Charakter aus Order of Dawn oder den aus Wrath of Winter nehmen wollt. Und damit das auch ein bisschen spannender ist, werde ich die Charaktere so unterschiedlich wie möglich machen. Das heißt, dieser hier, den ich jetzt habe, ist ja ein, quasi ein Fernkämpfer und ein Magier. Und ein Mann. So, dann habe ich mir gedacht, den Charakter von Wrath of Winter, da mache ich dann eine Frau. Und vielleicht sowas wie eine, ja, eine Kriegerin oder sowas. So eine richtig heftige Kampfsau. Oder, ja, weiß ich auch nicht. So, jetzt werde ich einmal speichern. Breathing Forest. Dann werde ich
den Waldschein anklingen. In dem Wasser des Brunnen glitzert ein großer grüner Edelstein. Es muss das Herz des Waldes sein. Das reimt sich sogar, wie lächerlich. So, jetzt nehmen wir das Waldherz. Das Herz pulsiert grünlich, als ihr es an euch nehmt. Die große Blutesche setzt sich knurrend in eure Richtung in Bewegung. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert, ne? So, laufen, 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 die Stufe 30, laufen. So, wir benutzen die Blutesche jetzt quasi als Waffe gegen die Eisernen. Wir locken sie zu den Türmen, zu den schwarzen Türmen, die das Portal nach Sharrow verteidigen und werden sie allesamt vernichten. Aber ich werde jetzt erstmal das Video beenden. Bis nachher.